Guten Abend. Heißt es nachher, ich habe hier was Falsches verstanden oder so, und dann sind sie nachher enttäuscht. Guten Okay. Abend. Wir Abend. warten noch auf das Gespräch hier. Ja, ist kein Problem. Ich habe noch eine Frage. Na gut, wir waren noch gut, das ist das Gespräch hier. Ihr Name Okay. ist ja Wood, oder? Eigentlich wollte ich auch nur. Ja. Haben Sie auch dann Morning Okay. Wood? Ja, Wie wiederhören. ein Morning, verstehe ich nicht. Ach so, aha. Herr Wood. Herr Schäuble, Morning Wood jetzt, ist ja, das. okay, der hat ein bisschen lange Oh mein gedauert. Gott. Ja. Ah, okay, Also ich verstehe. bin nur kurios, also. Okay. Ich wollte ihn beiden Moment eigentlich. hier, ich rufe später zurück, okay? Ja, danke. Ja, ich wollte Ihnen eigentlich nur einen schönen guten Abend wünschen. Also eigentlich wollte ich einen Schalter weiter. Nur ich habe Sie Ach, beide da wirklich? gesehen. Ja. Okay. Ja, ich Ja, wollte gar nichts von Ihnen das ist aber auch mal irgendwie. nett. Ja, Ach nun. so, wissen Sie schon die Kontonummer vom Verein? Nee, wenn Sie den gerade haben, dann. Tatsächlich nämlich auch nicht, weil ich habe nämlich noch Ach. keinen Kontenzugriff. Ne? Das hat Ah. nur der Langstau. Deswegen, ne, ich dachte mir, wenn Sie, ne, das vielleicht von Langstau schon wissen, dann könnte ich es nämlich auch wissen für die anderen Ja, Leute. nee, der Langschau hat Ja. gesagt, das kann man oben, wenn man oben an den PC geht, dann sollte man da alles weitere sehen können. Hat er gesagt, da wollte ich tatsächlich heute auch noch hin. Das habe ich letztens gemacht. Das war noch komplett fehlerhaft. Da habe ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich mich da dort eingeloggt und Ja. dann war ich plötzlich im System von BBT. Oh. War BB Rohstoffe und Oh, da bin ich okay. irgendwie so ein bisschen falsch. Ne? Dann da. Ja, bitte sehr, was ist das denn jetzt hier? Was? Okay, ist noch ein bisschen früh. Die Öffnungszeiten. Hallo? Aber Piano hier, bitte schön. Ist Also das das ist hier immer was ist so? das denn hier? Also das ist jetzt hier aber keine Kundenfreundlichkeit. Können Sie dem nicht mal einen Platzverweis geben mit FIB Ja, hier? nee, das kann ich schon nicht machen. Also ich meine, die haben ja nichts getan, die machen ja nur sauber. Ja, aber hier nicht bei Gesprächen. Ja, gut, aber das Gott im Himmel. müssen Sie das nicht klären irgendwie. Also. Ja, tatsächlich soll die nach den Öffnungszeiten kommen. Also, heieiei. Na ja gut, wir schließen auch gleich. Ach Also, so. Ah, fünf okay. Minuten. Wo waren wir jetzt stehen geblieben hier? BP Rohstoffhandel. Rohstoffe. Ja, richtig. Da habe ich Und dann eben, Kontonummer. da hatte ich Zugriff auf die ganzen Internas. Und es ist nicht so Oh. ganz, ja, das ist, Ja ich meine, gut, es war wie auf langweilig, alle aber. Akten jetzt oder was oder wie, also alle Daten, die Sie da so haben oder was? Ja, oben am Computer, ich weiß nicht, das ist irgendwas ist da fehlgeleitet, ne? Ach Also, herrje, okay. ja, also deswegen, ich weiß nicht, weiß ich, also, da müssen Sie auch mal, Ich verstehe Sie nicht, das ist so laut hier. da müssen Sie jedenfalls auch gleich mal gucken, ne, ob das da drin steht oder nicht, weil, wenn Ja. das, Ah, da, Moment, Moment. ist schon ein bisschen. Ah, jetzt geht er da hinten. Gut, okay. Ja, das ist immerhin sauber hier, aber Ja, ne? gut, aber Das ganz schön ist, laut. ja. Ich meine, die machen auch nur ihren Job. Ja, das ist richtig. Ah, oh, Uiuiui. okay. Ah, endlich höre ich wieder. Oh, ich habe so ein leichtes Rauschen auf dem Ohr, aber Ja, ja. Meeresrauschen ist es aber nicht Ja, gerade, ne? leider nicht, nee. Ja, Und, ja, ja. ja. Na Ja, nee, gut. ich würde schauen. Also wie gesagt, ich fahre nachher rüber und dann gucke ich mal, weil ich habe tatsächlich die Daten nicht. Und wenn Sie die auch nicht haben. Ja, leider nicht. Dann können Sie mir eine SMS Das schreiben mache ich. vielleicht. Das mache ich Ja. auf jeden Haben Fall, Sie ja. meine Nummer? Ich glaube ja, warten Sie mal Langstau. Nee, 96? Langstau sei schon Doch, Herr Schäuble. Sie haben mich öfters Ich angerufen, habe sie ne? schon, ne? Angerufen mal. Ich gucke sie jetzt Genau, aber. ich guck mal, ob ich Sie auch drin habe. Ich glaube schon. Wut. Nee, ich habe Sie gar nicht drin. Warten Sie mal, habe ich sie auch nicht? Moment mal ganz kurz. Wie habe ich sie denn abgespeichert? Ja, jetzt wird's interessant. Pferdeschwanz vielleicht. Pferdeschwanz, ich guck mal. Pferdeschwanz. Nein, leider nicht. Vielleicht langer Nicht. Pferdeschwanz. Ja, sehr lange vielleicht. Nee, da habe ich Langstau drunter. Okay. Agent. Echt, aber naja. Ja, gut. Agent. Ich nicht wegen der Frisur jetzt. So, Wer ist eigentlich Agent Wagner? Kenne ich gar nicht. Wagner? Nee, kenne ich auch nicht. Agent Wagner. Na, uralt wahrscheinlich. Aber gut, ich habe Ihre Nummer nicht. Nee. Ja, gebe ich Ihnen. Warten Sie. Ja. Das wäre die. Kann ich loslegen? Ja. Ja, das ist die 555 Ja. 52 5, 2. 61 6, 1. 74. 7, 4. Und Sie sind der Herr Agent Wood. Ja, so Ja. ungefähr, ja. Sehen Sie. Warten Sie mal, dann, So. Herr Schäuble, Moment mal, dann Genau. nehme ich mir Ihre Nummer. Also wie auch immer ich sie abgespeichert habe, aber warten Sie, ich speichere sie nochmal Oder ein. geben Sie mal einen 9696. Das wurde auch nach Telefonnummer dann gesucht. Ah,
Okay, das könnte natürlich auch sein. Warten Sie. Ja, da habe ich sie. Ja, wieso hat er denn? Ach, Ja, wir haben es das. nicht eingespeichert. Ja, mit Herr Schäuble. Okay. Ohne Pferdeschwanz. Also, keine Ja. Ahnung. Naja. Naja, Gut. aber dann habe ich sie. Ja, dann schicke ich Ihnen noch einfach eine Nachricht. Das ist ja kein Genau, Problem. das wäre super. Ansonsten können wir noch was tun für Sie. Nee, wie gesagt, ich wollte eigentlich einen Schalter weiter. Okay, Und Finanzen, ne? ja, ne? Ist ja so. Ja. Und Wieso ja. gründen Sie eigentlich kein Unternehmen irgendwie? Boah, da habe ich gar keine Zeit für. Also. Kaufen Sie doch Taco Libre auf. Wieso ist das zum Verkauf? Ja. Wie kommt das denn? Keine Ahnung, aber geht gerade durch die ganze Stadt, dieses Gerücht. Ich weiß Ach nicht, ob es was. so wahr ist, aber ich nehme an, dass es wahr ist. Ja. Ja, aber. 350.000 sind wohl werden Oh, verlangt. naja, gut, ne? Das ist ja, sag ich mal, in unserem Kreise nichts, ne? Also. Schon, naja, aber der Laden, das ist eine Fastfood-Bude, Ja, gut, also das okay, ist da ein haben Sie recht, bisschen. ja, das stimmt. Aber die läuft, ne? Also die letzten Male, die ich da war, also muss ich sagen, da war immer was los. Naja, die Qualität hat schon nachgelassen, also. Ja, gut, aber waren Sie schon mal bei diesem Burgerladen? Der ist besser, ja. Finden Sie? Da war ich heute. Ja, das war sehr genüsslich. Ich habe auch keine verträglichen Probleme mehr wieder vor. Wissen Sie, ich hatte bei Mimi noch am alten Standort, Ja. da hatte ich 2 Monate lang Blähungen. Ja. Ja, ich hatte auch das Ja. Gefühl, das ist da nicht wirklich frisch. Also. Das war wirklich nicht frisch dort, aber jetzt ist es wirklich frisch, Oh, ja. schön. Okay. Jetzt ist es frisch. Also. Und bei Taco Libre, da habe ich jetzt mittlerweile auch ein bisschen Blähungen, wenn ich dort esse. Also, da muss irgendwas nicht richtig sein, ne? Was macht der da? Und die Ach so, der Menüs wischt den werden Staub. auch, na die Menüs, ich glaube, die werden wirklich auf, weil wissen Sie, ich habe mal die Uhr gestoppt. 1 Minute pro Menü. Was? Das ist ja, und Ja, das kann nicht frisch das sein. kann nicht frisch sein. Also das muss Und ja auf jeden deswegen, Fall irgendwie vorbereitet sein oder so. genau. Und deswegen esse ich dort jetzt nur, wenn ich muss und nichts anderes offen hat. Ah, okay, gut, dass Sie das sagen, Mensch. Ja. Und ah, okay. Ja, und Sie sagen, die Burger kann man jetzt empfehlen, ja, bei Mimis. Ja, die werden auch frisch gebraten, ne? Also Okay. brutzelt dann auch schön und Oh, so weiter, schön, so wie schön. es muss und nicht irgendwie aus der Mikrowelle. Ja, nee, da haben Sie Ja. recht. Okay, Hier nochmal das muss abwischen. ja nicht sein. Ja, okay, Ja. aber Geheimtipp, ne? Achtung, kleine Schleimspur, ist ja der Dönerladen, ne? Und das Pearls natürlich. Ach so, ja, und das Pölz Und das natürlich. Pearls. Na, Da müssen Sie auch natürlich. mal hingehen, ne? Da war ich in der Tat. Also, Ja. ja, nur beruflich bis jetzt. Also, ja, okay, vielleicht komme ich da auch mal vorbei. Ich fühle mich trotzdem geschmeichelt. Haben Sie jetzt schon meinen Ja. Geheimtipp angenommen und Coke Zero mit ins Programm aufgenommen? Ich Oh, hatte das müssen Sie tatsächlich echt für Sie ein paar machen. Taschen dahingestellt, Ja, aber ich sehen glaube, die Sie? waren tatsächlich wieder weg. Ja, bitte. Die sind immer ausverkauft. Ich sage Ihnen das. Das ist halt einfach ein Geheimtipp. Coke Zero wird viel zu wenig getrunken. Ja, Wir das. verkaufen jetzt, glaube ich, auch Cola am Pearls. Passt Ah. eben zur Pizza, die wir haben, ne, beim Ja. Tagesgeschäft. Ja, so sieht's aus. Ich Und meine, zu so einem. Pizza mit Cola muss sein Ja, irgendwie, ne? und so ein Döner. Also, ich meine, klar, da kann man auch so ein Ei ran, ne? Das ist auch sehr schön, aber ja, Oder also. Ulu da, ja. Ja, ich bin eher der Ei-Ran-Typ, ne? Ich auch, aber dennoch. Ja, gut, haben Sie natürlich recht. Das stimmt voll. Ja, wir hatten auch schon mal diese Wassermelonen-Smoothies. Aber zu einem Döner. Ja, manche wollen halt vegetarisch und dann nehmen sie gerne Ja, dieses. aber. Also ich kann so ein Zeug nicht mehr sehen, also. Also wissen Sie, wenn ich was Vegetarisches will, ja, dann kaufe ich mir einen Salat. Warum hole ich mir einen vegetarischen Döner? Ja, also wenn Sie Salat haben möchten, kriegen Sie den, glaube ich, auch bei uns. Ja, gut, okay, aber also ich verstehe die Leute immer nicht, ja. Das ist so genauso, die sich eine vegetarische Bratwurst kaufen. Warum? Ja, okay, das verstehe ich nicht. Da bin ich raus. Das ist Ja. Gibt genauso es wie eigentlich vegetarischer auch Ausschnitt, der aussieht wie Ausschnitt. vegetarische Schweine? Also lebendige vegetarische Schweine? Also ich Wer glaube, die weiß? meisten Schweine sind vegetarisch. Ja, ich meine, wo die selbst Oder vegetarisch Vegetarier so. sind. Wissen Sie, ein Schwein ohne Fleisch, also ein lebendiges? Ja, Ja, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. das wird die Auch Zukunft sein, Sojamasse. vielleicht. Ja. Lebendige Schweinepflanzen oder sowas. Ja, die dann, Pflanzen auf 4 Beinen, die ja. dann, die dann aber natürlich auch Schwein heißen, weil es muss ja genauso heißen. Richtig, richtig, ja. Ja. Irgendwie laufende Sojadinger, wie diese Pokémonster. Ja, genau. Ja. Ja, Mensch. So, Sie zwei. Dann, ich glaube, ich störe Sie jetzt im Feierabend. Kann das sein? Jetzt sind wir Feierabend, ja. Ja, dürfen Sie nicht überziehen, weil Sie wissen ja, ne? Überstunden werden nicht bezahlt. Oder bei Ihnen ist das anders?
Nein, Entschuldigung, leider die nicht. Herrschaften, dass ich Ja, stören muss, aber dann sind Sie machen Sie soweit ja schon. fertig, weil ich hier sauber machen möchte? Nicht, dass Sie irgendwelche Privatgespräche haben, wo ich stören könnte. Ja, wir könnten auch zur Not einen Schalter weiter Aber mal Sie da müssen die gehen. Stange hier auch mal gut putzen. Nicht, dass da jeder Muss ansetzt, ne? Ja, wir haben jetzt Ja. irgendwas schon da und jetzt warten wir noch auf die Und die Mitte. Tasten der Telefone. Also wenn wir rein dürfen, dann machen wir das gerne. Natürlich. Und auch die Computertasten. Wissen Sie, ich habe fettige Hände. Ja, Ja. Herr Schäuble, Sie doch nicht. Sie haben immer tolle Hände, das wissen Sie doch. Oh, Ja, da will ich nicht weiter Gott. stören. Herr Ja, Schäuble und wissen Herr Sie. Gärtner, schönen Abend Ihnen Also, beiden noch, herzlichen ne? Abend. Das höre ich doch von den Ja. Frauen, mit denen Sie Tschüss. gerne viel Tschüss. unterwegs sind. Und hallo. Vorsicht da. Ach, Sie haben jetzt auch einen Mantel. Sieh mal einer an. Hä? Ist aber ein schicker Mantel. Ja, vielen Dank. Habe ich mir letztens das geholt. Sieht sie ähnlich aus wie ihrer, ne? Aber nur sie, Ja, deswegen ist fast. er auch schick. Ach so, verstehe, okay. Ja, ich habe mir gedacht, bei dem Wetter sollte heute schneien, aber bis jetzt toi toi Ja, toi, ne? bis jetzt ist nichts gekommen. Ne, das stimmt. Aber 56%ige Wahrscheinlichkeit. Ich habe extra nochmal nachgeguckt, als ich aus dem Haus gegangen bin. Aber noch ist nichts. Ich glaube, am einen Tag wird es Das ganz ist schön doch aber kalt. die Wahrscheinlichkeit, dass in einem speziellen Bereich ein Niederschlagsereignis auftritt. Das heißt ja. Herr Dennemann, warum habe ich gewusst, dass Sie jetzt irgend so ein. Also, das wusste ich, dass Sie so reagieren. Am 1. kann es bis zu minus 11 Grad werden, Ja, wohl. war das am 1.? Ich hab das gesehen, ja. Irgendeinen Tag war das so. Minus 11 Grad? Ja, irgendwo Ja, stand das. maximal, also Stimmt, mehr so 1.12. minimal. Aber trocken, ne? Weil steht sonnig. Sonnig, 11 Grad minus. Also, wird ziemlich frostig. Gut, beim Skifahren kann die Sonne ja auch scheinen, ne? Ja. Oh, 29, 80% Schneefall. Ja, ich bin gespannt. Ja, also letztens hier irgendwie, haben Sie es mitbekommen? Der See Mirror Park, der soll ja schon Ja, gefroren ich gewesen hab's sein, ne? gelesen. Ja, ich habe das auch nicht mitbekommen. Ich bin da vorbeigefahren, also ich wundere ja, aber habe gar nicht drauf geachtet. Ist die Frage, wie lange eingefroren bleibt, wenn es die ganze Woche über so ein bisschen über 0 Grad Also ist, ich außer würde, jetzt ich am wollte gerade sagen, ich 25. würde vielleicht jetzt noch nicht unbedingt drauf gehen, ne? Also man weiß es ja nicht. Nee. Vielleicht ab 1.12. eventuell. Ja, Ist gute je nachdem. Nacht. Ja, also gut, in der Nacht da vom, ne, also zum ersten, denke ich schon bei minus 11 Grad, also es gibt schon so ein, da kann man das vielleicht sich schon mal wagen. Das denke ich auch, wenn die Ja, restliche der Woche so Punkt ist ist. ja, der See ist ja jetzt auch nicht so tief. Nein, gut, das ist Also richtig, hast du schon aber. mal unten auf dem Boden oder woher wissen Sie das? Ist trotzdem nicht so angenehm, in Der. einen See zu fallen, Nee, und der gerade, direkt eingefroren ist. und auch nicht bei Also, den Temperaturen knapp über Null. ich war unfreiwillig drin, Wie sagen sie. wir es so. Wieso waren Ich Sie war unfreiwillig? freiwillig drin und ich war betrunken. Was? Ich bin reingefallen. Die Umstände möchte ich nicht näher erläutern. Waren Sie auch betrunken? Nee, natürlich nicht. Okay, ich verstehe. Naja. Nee, aber sollen ja wohl einige schon Schlittschuh gelaufen sein. Also ich habe es nur gehört von den Kollegen, dass da irgendwie welche gelaufen sind mit Schlittschuh. Irgendwer hat einen Schlittschuhfall eröffnet, steht im Weasel News Artikel. Ich habe auf Wirsel habe ich auch ein Post davon gelesen, ja. Aber also da stand irgendwie noch bis 21 Uhr Schlittschuh allein und ich habe ihn genau um 21 Uhr gelesen, also Ja, gut. ja, das war dann auch vorbei. Bin nicht so der Schlittschuhmensch. Gut, sie können auch so raufgehen, aber Ja, das. ja. Ja, nee, ich weiß nicht. Bin immer. Stell mich lieber irgendwo auf den Berg und fahre da runter, als mich auf den See zu stellen. Ja, ich bin ja tatsächlich, muss ich sagen, aber so richtig hier Skifahren ist hier ja nicht, ne? Also gut, auf dem Mount Chiliad wird man ja Ja, nicht, das wird ja nichts, da können Sie ja nicht runterfahren. Also, ja, hier sind ja. Also, die Berge sind nicht geeignet dafür. Ne, nicht Ach, vor wirklich. allem, selbst wenn, da müsste man selber hochlaufen. Also, nee. Naja gut, zum Mount Chiliad gibt es ja diesen einen Lift da, habe ich gesehen, Ja, wobei genau, aber. ich weiß nicht, ob der, also ich habe da. Betreiber habe ich da auch noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob der irgendwie gewartet wird oder ob der komplett außer Kann man da Betrieb ist. Skifahren? Mountainbiken Nee, nicht, würde oder? ich. Ja, aber man Nein, muss ja, würde hatte ich. ich schon, gedacht. Also, es ist ein Nee, glaube bisschen ich zu nicht. uneben. Ja, Es glaube ich ist auch auch. nicht. Also, selbst ich bin aber mit dem Fahrrad hoch. Selbst das ist eine Tortur. Sind Sie mit dem Fahrrad auch gefahren? Ja. Bin ich auch schon mal. Irgendwann Echt? haben Sie es noch nicht gemacht. No. Nee, war ich auch noch nicht. Also Also, in der Tat war ich noch nie da oben. Also Mountainbike holen. Also, Ah. hoch geht. Runter ist Nicht deutlich gut. schlimmer. Ich wäre auch gern. Haben Sie Lust, meinen Spaziergang zu machen? Ich werde auch gerne mal nach oben gehen. Deutlich ist nicht. Runter ist nicht schlimmer, sondern gefährlicher, würde ich sagen. Ja. Sie wollen auf den Mount Chiliad wandern? Das dauert ja ewig. Wow, eine Habe ich auch schon mal Stunde gemacht. oder wie lange haben Sie gebraucht? Ich? Weiß ich nicht mehr. Ich weiß auch nicht mehr, wie lange ich mit dem Fahrrad gebraucht habe. Ich habe auch schon Leute gesehen, die mit dem Cross-Motorrad hoch sind.
Also, wie sieht's aus? Wollen Sie Abenteuer erleben? Aber oder im nicht? Winter ist es tatsächlich, da muss man sich ja noch wärmer einpacken, wenn es oben, also da kann ich mir schon vorstellen, auf der Spitze vom Mount Chiliad, da wird auf jeden Fall ja, da vielleicht auch weniger dann als minus 11 Grad das sein. Mag wohl sein. Ja, das ist ja so ein bisschen windiger. Möglicherweise. Ja, ich weiß nicht, ob also mit dem Fahrrad würde ich auf jeden Fall nicht mehr hochfahren im Winter jetzt. Nee, das würde ich auch nicht machen, das stimmt. Aber Bergsteigen, wenn man die richtigen Schuhe hat, dann funktioniert das schon. Tja, Herr Dillemott, haben Sie... Herr Dillemott, waren Sie schon mal auf Mount Everest? No. Ich auch nicht. Das nicht können. Schön. Also ich kann da auch nicht mehr drehen, ich war da auch noch nie. Ja, das... Also ich glaube, dass die wenigsten schon mal auf Mount Everest waren. Ja, weiß man ja nicht, ne? Oder zumindest ganz oben. Das ist auch alles mir auch ein bisschen zu teuer, muss ich ehrlich gesagt sagen. Kostet das so viel? Ja, also das kostet halt viel, wenn man da nicht auf komplett alleine, also eigene Faust. Ja, wenn man da eine Tour nimmt oder was, aber wenn man jetzt alleine auf eigene Faust. Ja, ist halt aber auch. Ja, aber wollen Sie also alleine, da braucht man doch so einen Guide, ich oder nicht? Da ich sag nicht, dass ich würde es sowieso, glaube ich, nicht, weil dann einfach die Luft da oben ein bisschen dünn wird. Hm. Ja, also der Punkt ist halt, man muss halt unfassbar viel schleppen. Also das ist halt, da schleppt man ja Sauerstoffflaschen mit hoch, Ausrüstung und... Gibt's da nicht eine Skihütte? Nee. Ach so, okay. Ja gut, dann ist das schon nichts für mich. Wäre auch ein ziemlich blöder Arbeitsplatz, da immer früh hochzuklettern, ja. Sagen Sie mal, wissen Sie gerade auf dem Kopf, wann die Verhandlung war, Eublin gegen Delamotte? Das sollten Sie doch am besten wissen. Also, ich wollte gerade sagen, müssten Sie das nicht wissen? Irgendwann anfängt ich sagen, gegen Sie oder was? Ja, genau. Ja, weiß ich nicht. Mittwoch oder so, nächste Woche, ich weiß nicht, gucken Sie doch nach. Müsste mal neben nachschauen. Also das müsste eigentlich wissen, naja gut. Ja, wieso weiß er nicht, wann seine eigene. Naja. Die große Quizfrage ist, was habe ich verpasst? Warum wird der Delamotte verklagt? Weil Herr Schäublin verklagt hat und Herr Schäublin jetzt sagt, das war wohl eine Rufmord, hat er gesagt. Rufmord, ja. Ja. Ich glaube, das geht so hin und her, bis in alle Ewigkeit. Endlicher Kreislauf, die verklagen sich einfach immer gegenseitig. Meinen Sie? Ja, wäre amüsant. Naja, dass es amüsant wäre. Ich glaube nicht, dass es die ganze Zeit hin und her geht. Was wollen Sie denn jetzt dann fordern? Ja. Na, Freunde also, werden die auf jeden Fall gegeben wird oder nicht, also dann am Ende, was soll dann da noch eine Klage kommen? Also? Ja, also weiß ich nicht, wenn Herr Dillamott jetzt angeklagt wird wegen Rufmord, dann klagt er das nächste Mal Herr Schäublin an wegen Rufmord. Ja, deswegen. Dann gleich wieder zurück. Man muss Herr Schäublin ja schon konkret was, ja, können sie natürlich machen, aber dann am Ende sind sie ja beide pleite, weil sie sich die ganze Zeit Gerichtskosten hin und her schieben. Ja, da hätte kein Problem. Und am Ende irgendwo immer ein Tausender verloren geht. Herr Schäublin ist mir eh unsympathisch, also von daher. Müssen ihn ja nicht heiraten. Hatte ich nicht vor. Ja. Der ist deutlich zu alt. Ja. Ich weiß, wobei, hat er mir letztens gesagt, wie alt er ist? Ich will nicht gerade. Nee, hat er gar nicht, fällt mir gerade so ein. Irgendwie sollte ich sein also Alter schätzen. Wenn er 50 ist, würde es mich wundern. Ja, ich habe ihn auf 56, ich glaube, ich habe ihn auf 56 geschätzt und achso, ja, da hat er noch einen Witz gemacht und meint, nee, er ist 36. Ist ja, nee, so sehen sie aber nicht aus. Ich schätze ihn auf über 60. Ja, vielleicht umgedreht. Ja, das könnte schon eher sein, ja. Das stimmt wohl. Weiß ich gar nicht. Ja, Ende 50, Anfang 60 oder ja, sowas. Ja, ja, irgendwie so. Vielleicht weiß ja Herr Dillemott das. Salut. Ja, hallo. So, Monsieur, wo sind Sie so weit? Ich denke nicht. Hä, bitte wie? Na. Also, Sie wollen doch nicht im Dunkeln hoch, oder? Ich gehe doch nicht... Also, wissen Sie, wie spät das ist? Das ist 22 Uhr. Ich gehe doch nicht um 22 Uhr mitten in der Nacht auf den Mount Chiliad mit Ihnen zusammen. Also, ich habe zu... Können eine Taschenlampe mitnehmen? Ja, ja, na gut, das könnte ich machen. Also, ohne würde ich sowieso nicht gehen, aber... Haben Sie keine Ahnung, warum haben Sie denn so mit Ihnen zusammen so betont? Wieso? Also das liegt jetzt im Auge des Betrachters. Also das war gar nicht so betont. Ja, keine Ahnung. Also warum wollen Sie denn nicht? Haben Sie Kinder so eine Nachtwanderung? Sind Sie ein erfahrener Wanderer? Ja? Einigermaßen. Was heißt einigermaßen? Wie lange sind Ihre letzte Wanderung her? Schon ein halbes Jahr. Ja, sehen Sie. Da bin ich ja sogar noch fitter. Ich bin erst vor einiger Zeit hier gewandert. Hm. Aber ich war noch irgendwie mit dem Velo. In der Wüste tatsächlich. Also wandern kann man es nicht nennen. Ich habe einen Spaziergang gemacht. Ja, Spaziergehen tue ich auch jeden Tag. Das zählt nicht. aber welches Fahrrad?
Haben sie ein neues jetzt, oder was? Achso, nee, ich bin. Nee, nee, das war nee, zu Fuß tatsächlich. Herr Delamotte, ja? Hatten Sie nicht ein Rennrad mal? Ja, eins wurde ja geklaut. Haben Sie jetzt ein anderes wieder oder wie? Oder ist aufgetaucht? Nein, ein anderes habe ich ja immer noch. Das ist Quatsch. Hallo, Nabend. Nabend. So, Sie sind ja wirklich nicht weggelaufen. Hätten Sie es jetzt erwartet? Ja, ich habe so beim Weggehen noch verstanden, Sie wollten weglaufen. Was? Ja, nicht Sie, Herr Delamotte. Was ist mit Ihnen? Jetzt kommt er gar nicht mehr mit. Ja, vergessen Sie es einfach. Herr Delamotte möchte übrigens auf Mount Chiliad wandern gehen. Mit mir zusammen. Jetzt. Ja, dann viel Spaß. Als ob ich jetzt auf Mount Chiliad wandern gehen würde. Ich weiß nicht, was der Problematik dabei ist. Was spricht denn dagegen? Wie viel Schnee liegt denn auf den Kuppen aktuell? Ich weiß nicht. Steht dazu was in dem Artikel? Ich guck mal. Ich weiß auch nicht, wie viel Grad draußen gerade ist. Und wir können ja auch umdrehen, im Zweifel, wenn Sie sagen, ich schaffe das nicht. Es geht ja nicht darum, dass ich das nicht schaffe. Glauben Sie mir, ich schaffe das. Wir können auch Schlitten fahren vom Mount Chiliad, aber ich glaube, das geht nicht gut aus. Das glaube ich auch, dass das nicht gut ausgeht. Also, außer ich lasse ja einen Delamotte irgendwie vorfahren. So, aber der Schlitten... Oh, bei den Weinbergen kann man bestimmt bestimmt Schlitten fahren. Oh, das stimmt, das könnte sein. Da dürfte ja jetzt kein Wein wachsen, also, oder? So diese Jahreszeit. Ja, möchten Sie denn einen Lebkuchen? Oh ja, also, haben Sie? Ja. Ja, wenn Sie mir einen abgeben, sehr gerne. Entschuldigung, das ist ja schon, hätte der Mutti auch. Oh, danke. Nein, merci. Frau Williams? Mhm. Schön. Ich liebe Lebkuchen. Wir haben gestern auch schon bei uns im Büro Plätzchen gebacken. Im Büro? Naja, in unserer Küche, nicht im Büro selber. Ach so, sehr gut. Hätte ja sein können. Die waren auch lecker. Alle schon weg. Ja, wissen, was auch super schmeckt. Also, wann geht's jetzt auf den Mount Chiliad? Also, in 2 Jahren geht's sofort. Gut, dann bräuchte ich sowieso andere Schuhe und andere Kleidung. Ja gut, so würde ich da jetzt nicht irgendwie hoch, also... Wollen Sie auch mit mir abgehen? Ja. Ja, dann... Ist ja gut. Na, dann viel Spaß euch. Also, wie lange brauchen wir? Ich habe tatsächlich nachher eventuell noch einen Einsatz. Das schaffen Sie... Allein eventuell einen Einsatz planen? Das schaffen Sie schon. Doch schon, aber wir sind gerade noch, also die Kollegen sind gerade noch bei einem anderen Einsatz und vorher kann dieser Einsatz halt nicht, naja, wie soll ich sagen, halt nicht starten. Ich glaube, da haben sie besseren Empfang als hier in der Stadt bei den ganzen Gebäuden hier. Ja, meinen Sie, auf dem Mount Chiliad? Ich weiß nicht, ist da oben nicht irgendwo auch ein Funkmast in der Nähe? Keine Ahnung, ich war ja, wie gesagt, noch nie da. Also da oben. Noch nie? Naja, vorbeigeflogen mit dem Overwatch. Ich habe einen Helikopter abholen oder so, keine Ahnung. Der Einsatz beendet? Ja, natürlich, ich... Kann man denn da überhaupt landen? Ja, ich weiß gar nicht. Eng da oben. Weiß ich tatsächlich auch nicht. Dann, richtig, genau. Dann werde ich wahrscheinlich gleich einen Anruf bekommen und dann muss ich wirklich los irgendwie mit. Ist Frau Labonnaire eigentlich hier? Wissen Sie das? Sie oben? Sie war wohl bis gestern im Urlaub, wie ich es jetzt mitbekommen habe und ja, möglicherweise kommt sie heute wieder. Oh, ist im Dienst. Ja, okay, das ist gut, weil Achso, okay, dann, wenn sie im Dienst ist wohl. Die bräuchte ich dann nämlich tatsächlich. Aber gut, so, schauen wir. Ja. Sind Wo sie... sehen Sie denn Frau Labonnaire im Dienst? Wer, ich jetzt? Achso, Sie meinen Herrn Delamotte. Oh, okay, ich wollte schon gerade sagen. Vor 10 Minuten war sie das noch. Ja, okay. Ja gut, wenn sie nicht einen Hinterausgang genutzt hat, dann wird sie es wahrscheinlich noch sein, ja. Vielleicht ist sie schon auf dem Mount Chiliad, kann ja auch sein. Also, sie wartet da. Also, sie kommen jetzt nicht mit, oder was? Ja, wenn sie jetzt halt wollen, dann wird das ein bisschen schwierig. Also, wie gesagt, ich muss jetzt tatsächlich, also das... Aber wenn Sie noch weiter diskutieren und noch länger brauchen, dann kommen Sie erst recht nicht zum Einsatz. Na, also, dann fahren wir jetzt los. Ja, dann gehen Sie halt mit Herrn Hopkins alleine. Ist ja okay. Ich hätte ja gesagt, wir verschieben das, aber wenn Sie wollen, bitte. Sie sind ja so ein Naturbursche. Dann wird er Sie mitkommen. Wandern Sie eigentlich so schnell, wie Sie Auto fahren? Weil sonst würde ich mir mehr Zeit einplanen. Naja, beim Wandern rennen Sie ja nicht. Ja gut, aber Sie wissen, wie Ihr Auto fährt. Also ich meine, nichts gegen Sie, Herr Delamotte. Vorsichtig? Ja, vorsichtig, also
Es gibt noch einen Unterschied zwischen Richtig vorsichtig. Sie ja. Nach Vorschrift. So Verkehrsbehinderung. Könnte man das beschreiben. Verkehrsbehinderung durch Einhalten der SFO. Naja. Ein bisschen Wut. Also jetzt seien Sie mal ein bisschen überlegen Sie mal, was Sie sagen. Sie sagen mir gerade, weil ich mich an die Vorschrift halte, verhindere ich den Verkehr. Das habe ich nicht gesagt. Das haben Sie gerade genau nicht. Nein. Das habe ich. Aber natürlich drehen Sie mir die Worte im Mund um. Sie haben genau gesagt, ich fahre nach Straßenverkehrsordnung. Und Sie haben jetzt gesagt, ich sei eine Behinderung des Verkehrs. Was schreien Sie denn jetzt so? Ich weiß damit, aber weil die anderen Leute die einfach nicht beachten. Aber deswegen sind sie nicht daran schuld, aber trotzdem sind sie eine, weil die anderen Leute nicht davon ausgehen, dass hier Leute, weil keiner sie offenbar einhält, oder fast keiner, geht jeder davon aus, dass sie jeder andere auch nicht einhält, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Also ich fahre auch nicht mehr als 85. Also ich versuche mich auch dran zu halten. Also klar, manchmal irgendwie, ne, merkt man dann das nicht so und guckt dann irgendwie aufs Tacho und denkt sich, oh, doch vielleicht nochmal 10 zu schnell, aber so im Großen und Ganzen. Also ich bin keiner, der hier mit 200 durch die Stadt pest, ne? Das wollte ich mal gesagt haben. Das mache ich ja nicht mal im Einsatz. Was ist denn Pest? Sehr schnell erfahren. Pest. Pest, das kann ich Ihnen sagen. Habe ich jetzt gerade verstanden. Ja, Pest, also schnell das Fahren so. Verstanden. Ah, vielen Dank, Frau Wilms, sehr gut. Das habe ich noch nie gehört, dieses Wort. Ja, das macht nichts. Das, wie sagt man das in Frankreich? Für, was meinen Sie? Ja, so eine Umgangssprache für ziemlich schnell fahren. Vite. Bitte was? Habe ich auch noch nicht gehört. Hallo, wie? Ja, habe ich auch noch nicht hat gehört. Hat er gerade gezwitschert? Könnte auch eine Hupe sein. Ich hätte es eher auf Zwitschern genannt. Ja. Warte, wie heißt das? Tweet? Tweet? Wiet, Tweet? Ja, es reimt sich. Wiet. Jetzt wird's hart. Oh. Naja, wie auch immer. Aber ich würde auf jeden Fall andere Schuhe an Ihrer Stelle anziehen, Herr Delamotte, ne? Wenn Sie jetzt ja, gleich weitergehen. Sie kommen doch mit, dann müssen Sie auch noch andere Schuhe anziehen. Warten Sie mal kurz. Tatsächlich gerne mit Ihnen mitgekommen, aber ich muss rüber zum Tower. Ja, Mensch, sowas ist so ein Zufall. Sie sind ein schlechter Lügner, Monsieur. Bitte was? Haben Sie gerade gesagt, ich bin ein Lügner? Ein schlechter, hat er, glaube ich, gesagt. Aber nee. Unterstellen Sie mir das jetzt gerade, oder was? Nee. Jetzt kriegen Sie auch noch die zweite Klage wegen Rufmord. Ja, also, was soll ich jetzt dazu sagen? Da bin ich schon enttäuscht von Ihnen, ne? Das tut mir leid. Sind Sie eigentlich, ja, wie soll ich sagen? Sind Sie eigentlich in dem Club der oberen... Nein, ist er nicht. Oh. Naja, verstehe. Habe ich mir gleich gedacht. Was für ein Club? Na, ist okay. Ja, alle außer ihr, außer er. Verstehe, okay. War mir klar. Hätte ich mir eigentlich sparen können, die Frage. Nee, ist okay, mit der Nummer. Wollte nur mal sicherstellen, ob man auch sowas rein ist. Gut, ich muss jetzt auch los. schönen Abend noch Ihnen, ne? Ciao. Zusammen. Na, hallo. Sagen Sie mal, ist heute Tag des Mantels oder Abend? Hallo. Ja. Ja. Nicht? Ja, schick, sehen Sie aus. Ja, Sie auch. Ja, danke. Oh. Smoke? Smoke, du hast im FIV 1 gesagt. Ja, ich habe gesagt, ich bin wieder im FIV 1. Nee, da kam nur FIV 1. Ach so, oh Mann. Wo ist denn, ja, wo ist denn Ihr Mantel? Ja, wo ist Ihr Mantel? Smoke. Heute ist doch Tag des Mantels. Oh nein. Smoke, kurz dabei. Oh nein. Was denn? Was jetzt? Einen Mantel erholt. Hat er sich einen Weihnachtsmantel geholt oder was? Nee, aber er hat einen Mantel, da denke ich mir jedes Mal, mach den Kragen runter, du. Ich spreche jetzt nicht auf. Oh, okay. Hat er so einen mit Stehkragen oder was? Mhm. Oh, okay. Damit es nicht so windig ist. Verstehe. Da bin ich ja mal gespannt. Mit Stehkragen? Extra, ja. Extra hochgebügelt? So mit. Natürlich. Ja, verstehe. Also wenn es windig im Nacken ist, dann kannst du dir auch die Haare wachsen lassen. Das könnte man natürlich auch machen, ja. Nee, aber das ist nicht so cool. Ja, was soll das heißen? Das sieht man den Kragen schöner. Stimmt, das wäre nicht so kalt, ja. Aber das Umlegen mag auch nicht so ganz, ne? Naja.
Ja. Er ist zu steif gebügelt, leider Gottes. Ach so, ja, gut. War meine Frau ein bisschen zu eifrig mit Bügeln. Ja, ja, naja, gut. Apropos deine Frau. Oh. Ach nee, ich frag lieber nicht. Oh Gott, da fange ich mit dem Thema wieder an. Missy Wood. Guten Abend. Warum haben Sie sich gegen die Familie gewandt? Moment mal, wäre das nicht mein Satz? Sie sind doch hier bei mir. Ja, ich weiß. Aber Sie haben nicht reagiert. Ach so. Das, ich würde gerade sagen, das wäre doch mein Satz. Also ich meine, Sie sind hier bei mir zu Hause sozusagen. Darauf wird es passen, aber zu dem Theme-Song, ey. Auf jeden Fall, wir haben uns passend angezogen. Nein, eigentlich laufe ich schon die ganze Zeit so rum. Ja, wo ist denn die Zigarre? Die G-Unit, die rennt wieder rum wie die letzten Dullis. Ey, so, was soll das denn heißen? Ich bin Broker-Supporter. Ey, und ich habe eine Jeans an, ja? Ich hab letztens mal gesehen, wie einer von ihren Kollegen seine Hose in die Socken gestopft hat. Das fand ich auch gut. Da gibst du den einen oder anderen hier, ja. Ich will jetzt keinen angucken, ne? Da könnte ich hier in die Runde gucken und würde keinen falschen treffen, ne? Typisch was? Ja, Socken in der Hosen. Also die Hosen in die Socken, so, Entschuldigung. Kannst du lieber den Ritt der Walküre machen? Und jetzt? Achso, Frost. Sie müssen jetzt ja sagen. Frost. Warum sagt er nicht ja? Das macht so keinen Spaß. Frost. Sie müssen das mit mehr Überzeugung machen. Achso, okay, wann Sie. Frost. Warum haben Sie sich gegen die. Oh Mann, ich wollte doch gerade weiterreden. Warten Sie. Okay. Frost. Ja? Warum haben Sie sich gegen die Familie gewandt? Ja, ich bin die Familie. Ey? Aber die Musik war gerade sowas von gepasst. Kannst du bitte Frau Labonner über unsere Familienverhältnisse aufklären? Ja. Ich weiß bloß, dass das ist mein Opa. Und das ist mein Onkel. Das zeigen Sie gerade auf mich? Nein, Smoke. Ich wollte gerade sagen. Das ist. Respektieren Sie die Familie. So alt hätte ich sie jetzt nicht geschätzt. Also, das ist Papa. Ja, okay. Hab Respekt vor mir. Okay, können wir anfangen? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Können wir. Oh. War das Eisbrecher? Hey, Eisbrecher! Na, hab ich doch richtig gehört. Hi. Ja? Na? Wie geht's? Ja, fein, feiner Mops. Ja, weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich habe heute das Schmerzensgeld überwiesen. Du kannst dich nicht mehr dran erinnern, ne? Weißt du nicht mehr, die böse Frau? Ja. Ja, fein. Fein, Sündchen bist du. Hast du schon ein Leckerli bekommen? Warte mal, ich frag mal. Ja, hat einer ein Leckerli dabei? Nee, aber ich glaube, Küche schon. In der Küche? In der Küche? Ja, eigentlich schon. Küche ist es. Okay, weiß einer wo? Ich weiß immer nicht, wo das da ist. Können Sie da mal schauen? Geh mal mit, Eisbrecher, oder willst du hier bleiben? Oh, er ist unentschlossen. Er weiß noch nicht genau, ob er mit will. Ja. Eigentlich tue ich mir das an. Naja, ich meine, er belegt sich auch, ne? Denkt sich, jeder Gang macht schlank, ich bleib lieber hier. Ja, fein. Ja. Bist du heute noch mit raus? Ja? Oh, sehr gut. Daten. Hey, Eisbrecher, weißt du was? Wir machen gerade Weihnachtsvorbereitungen hier, ne? Ich glaube, wir finden auch noch so eine rote Pudelmütze für dich. Ja, wenn ich das Winter sage, der hat bestimmt eine rote Pudelmütze für Eisbrecher, 100 pro.
Ja. Sie wollen dem Hund doch nichts anziehen, oder? Was? Eine rote Pudelmütze? Was haben Sie denn gegen eine rote Pudelmütze? Ein Hund. Hallo, es ist Weihnachten. Ja, wir können ihm gerne einen Blinkehalsband umhängen. Oh, danke. Aber doch kein. Einen Blinkehalsband? Was? Warum denn ein Blinkehalsband, Nova? Warum wie sieht das denn Hund aus? Ein Hund ja, mit einem Blinkehalsband? Hallo. Das ist viel zu klein und rund, als dass da eine Mütze drauf passt. Oh, Nova, doch nicht eine. Das war jetzt aber eine Beleidigung mit dem kleinen und rund. Nein, das. Och, Mann, der ist doch klein und niedlich. Guck ihn dir an. Die Mütze. Also ein Hund anziehen, ich finde, das ist Tierquälerei. Hallo, also eine kleine Hundemütze. Schau mal, so eine kleine, die ihm da so, die binden wir ihm da so fest. Der arme Hund. Wenn er irgendwo hängen bleibt, dann hängt er sich dran. Ja, als ob der jetzt irgendwo hängen bleibt. Ich meine, der hat auch ein Halsband um, Nova, oder? Nova ja, aber direkt schon wieder voll die Horrorvorstellung. Mann, Nova. Ja. Sehen Sie mal, er freut sich. Ja? Ich glaube nicht, dass er sich freut. Ich glaube schon. Der muss mal raus, oder? Ja. Ja, das heißt, Gassi fahren. Ja. Ich hab noch zu tun. Ich auch. Ja, ich wollte zu Mimi. Ja, dann gehen wir los. Ja. Dann. Oh, kommt sogar mit. Burger Patty. Was, Sie wollen ihm Burger Patty geben? Ich hab Hundefutter Light mit. Ja, aber der Burger Hund Patty bekommt ist kein Burger Patty. Warum kriegst du ja kein Burger Patty? Würze drin sind und das ist nicht gut komm für Hunde. Komm mit, Was ist da drin? Würze. Oh, wir müssen, bitte was? Ja, auch Hunger? Ja, ich würde mal gucken, aber wir müssen, glaube ich, den mit dem Hund draußen bleiben, ne? Sonst gibt's wieder Ärger wie beim letzten Mal. Boah, dieser Dresden, der wissen ja, der sonst der kommt wieder irgendjemand und ich muss wieder $2,500 bezahlen. Was, $2,500? Ja, ja, zwei. Hä, haben Sie es nicht mitbekommen? Nee. Wie, nee? Nee? Ja. Eisbrecher hat doch eine Frau gebissen. Frau gebissen? Ja. Wir waren beim Taco Libre und, also wir waren dann eigentlich. Cloud und Violet, glaube ich, waren mit dem unterwegs und Winter. Hast du es verdient? Ja, die war, also naja, an sich hinterher war sie ganz nett, aber sie wollte wohl, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wollte sie Eisbrecher wohl, also sie hat sich beschwert, dass der Hund halt mit drin ist und hat da rumgemeckert und hat gesagt, der hat da nichts zu suchen, naja und so weiter und so fort. Ja, und dann wollte sie ihn wohl hochnehmen, also. Das ist halt eine schlechte und dumme Idee. Ja, das weiß ich halt auch, aber ich wollte ganz schnell, sie wollte halt dann den Hund anzeigen. Sie hat gesagt, ja, dann zeigt sie jetzt den Hund an. Oh, das hätte ich gerne gesehen. Ja, den Fall hätte ich gerne betreut. Ja, Sie müssen sich halt vorstellen, zu dem Zeitpunkt standen nur FAB-Agents und Justizler dort. Also, da war halt niemand anderes. Nabend, hallo. Ja, naja und also, keine Ahnung, ich wollte keinen Stress und habe gesagt, komm, ich zahle die Behandlung. Ja, der Krankenwagen war halt da vor Ort. So toll kann der halt auch nicht zugeschnappt haben. Eisbrecher? Coke Zero? Würdest du auch trinken, ne? Wenn du jetzt nicht gerade ein Hund wärst? Ja. Boah, das dauert jetzt bestimmt, ne? Warte mal, ich schau mal, ob ich was für dich. Ich hab doch hier. Guck mal. Warte mal. Wo hab ich das in der Tasche? Da. Hier, schau mal. Ist das was für dich? Magst du das? Ja? Ja, fein? Ist aber leid, ne? Aber du verstehst mich ja nicht. Ja, fein, machst du das. Ja, sehr schön. Warte mal, ich schau mal gerade. Ich weiß nicht, wir fragen mal. Winter, wissen Sie, ob das jemand gehört? Geh davon aus. Ja, wir können da doch jetzt nicht so einfach rein, oder was? Irgendwie haben Sie da recht. Warum benutzen wir nicht einfach das Fort Zancudo dafür? Da sind jetzt aber nicht so viele verschiedene Gerüche, oder? Ja, ach so, darauf wollen Sie hinaus. Ja, nee, das nicht. Aber wenn wir da jetzt reingehen, ich meine, das ist eine Lebensmittel. Ja, aber das ist doch eine Lebensmittel für. Ja, können Sie das mal klären? Sonst gehen Sie doch mal rein und gucken Sie mal, ob da einer ist. Ja, super, danke.
So. Endlich macht er auch mal was. Können Sie uns dann aufklären, was jetzt Sache ist? Ja, wir machen verschiedene Übungen jetzt gleich mit unserem Special Agent. Ja. Unter anderem die Übung Nummer 1 wird sein, eine verdächtige Person aufzuspüren. Dachte ich. In einem möglichst, Sekunde. War hier auch schon ewig nicht mehr. FAB-Leitstelle. Da muss ich nachfragen. Wir haben einen Gefangenen in die JVA gebracht. Was? Dawn hat mit der BP einen hochgebracht, wohl. Agent Dawn. Aber der ist nicht mehr im Dienst. Okay. Kein Problem. Wieder hören. Nun, also. Übung Nummer 1. Person ausfindig machen. In einer möglichst schwierigen Umgebung für den Hund. Da wird sich gleich jemand von uns entsprechend beschnüffeln lassen und dann in dem Objekt verstecken. Es gilt dann für den Hund, diese Person zu finden, zu identifizieren. Übung Nummer 2. Das Anschleichen an eine Geiselnahme sowie Ausschalten der Täter. Wo wir dann ins Spiel kommen. Also genau. Laut der Staubschicht in diesem Büro war da schon seit 3 Jahren keiner mehr. Okay. Dann gehen wir da erstmal so rein. Okay. Übung Nummer 3. Passive Verhandlungsführung sowie offensichtliches Infiltrieren in eine Gruppe, in eine laufende Geiselnahme. Durch Spezialtaktik Süß. Okay. Süß. Ja. Ja, das kriegt er hin. Süß ist er ja. Wir nehmen das charmante Auftreten des Agents und versuchen dies uns zunutze zu machen, um in gefährliche Gefahrensituationen erstens deeskalieren zu wirken und zweitens eliminieren zu wirken. Fragen? Wollte ich gerade sagen, gibt es Fragen? Erstmal nicht, denke ich. Gut. Dann schlage ich vor, dass wir mit der direkten Umsetzung beginnen. Wer von uns riecht am intensivsten Agent Smoke? Würden Sie sich dann entsprechend in den Örtlichkeiten verstecken? Das war schön mit euch. haben wir irgendwas, woran er dran schnüffeln kann? Achso, Agent Smoke, der Hund müsste nochmal kurz an ihrer Unterhose riechen. Du bist? T-Shirt aus dem Kofferraum. Ah, okay, er hat ein T-Shirt im Kofferraum. Ja, dann holt mal einer bitte. Ja, noch nicht. Erst soll er sich hier verstecken. Ja, aber dann kann der Hund schon mal dran riechen. Aber ich muss sagen, die Ausrüstung hier ist extrem warm. Ich glaube, das ist mein T-Shirt. Warm. FAB-Leitstelle. Was ist denn hier hinten drin? Keine Ahnung, aber... Hallo, ich grüße Sie. Ja, ich war einkaufen. Hier, yeah, das sieht hässlich aus, das muss Smoke gehören. Ich glaube, das hatte er gestern dann. So, Eisbrecher, dann guck mal hier. Ah, genau. Ja. Merkt ihr das, okay? Warte, soll er eigentlich gleich anfangen zu suchen? Ja, wir warten. Wir warten noch. Hinter? Breite das T-Shirt mal aus. Aber ist das mit der Penis? Sind Sie ready? Ich bin ready. Winter? Abwimmeln. Was war das? Er kriegt halt die ganze Zeit Leitstellenanrufe. Sagte Moment. Also. Ja, okay. Muss noch mit dem Herrn Finkelstein diskutieren. Eisbrecher ist schon ein bisschen nervös, ne? Sehen Sie das? Ja, der will loslaufen. Zappelt schon, ja, oder er mag einfach den Geruch von Smoke, ne? Man weiß es nicht. Oder er mag ihn nicht, das. Oder so. Kann man nicht anders sagen. Oder das Patty wäre raus. Oder so, ja. Er hat das Patty bekommen. Damit habe ich nichts zu tun, Nova. Damit habe ich nichts zu tun. Ich habe damit nichts zu. Ich habe damit nichts zu. Ich habe nichts. Ich habe das Smoke noch gesagt. Ich habe gesagt, nein, geben Sie ihm nicht das Patty. Also, als das letzte Mal Mimi uns Patties gegeben hat, waren die ungewürzt. Ja, aber vielleicht das war halt so ein gewürztes, ja. Kollegen, wir sollten vielleicht nochmal kurz drüber sprechen. Vielleicht ist das hier doch der falsche Ort und zu geruchsintensiv. Vielleicht sollten wir fahren und einen anderen Ort wählen. Aber geht's beim Training nicht darum, den Hund zu trainieren? Ja, aber mir ist das doch jetzt, wo ihr das gesagt habt, auch ein bisschen unangenehm, da einfach reinzugehen. Weil er sagte doch, da ist ohne einen Staub auf den
Sollen wir vielleicht doch zum Hafen? Ja, von mir aus? Ich meine, okay, dann... Lassen Sie uns fahren. Ja, okay, gut, dann fahren wir halt. Okay, wir lassen Smoke einfach da drin stehen. Okay. Wir sagen einfach Smoke, es wird nach ihm gesucht. Nicht ein bisschen gemein? Bitte was? Ich glaube, der Hund... Ach so, der Hund muss... Kann man einer den Hund reinlassen? Lässt sich hier... Irgendjemand muss dem Hund die Tür aufmachen, ne? Lustig wär's. Oh, das war die Falte. So. Alles klar. Nee, muss auch aufmachen. Ja, also ich kann mich auch noch vorstellen, wenn sie lieber... Ich glaube, er will... Ach so. Oder so. Passen Sie öfter Ihre Agents irgendwo zurück? Wieso? Wie meinen Sie das? Ja, das schien mir jetzt quasi... Ach so. Reibungslos. Also ich meine, wir hatten vorhin noch einen Beifahrer. Warten Sie ganz kurz. Smoke? Moin. Hallo. Moment mal, ich muss Scheibe erstmal. Warten Sie mal. So, hallo. Ja, alles gut. Keine weiteren Fragen. Ich glaube, wir müssen los. Kommt ihr aus der Richtung von Ost-Ost? Also von Ost? Nee, wir haben gerade... Tatsächlich, gucken Sie mal hinten da in dieser Fabrik nach. Da war gerade eine Person sehr auffällig, die hier reingegangen ist. Da, okay, da soll sich jemand... Wird er da auch nicht hingehören. Ost-Ost, ja, schauen Sie mal in der Fabrik nach. Da war so ein Typ drin, der war ziemlich auffällig. Okay. Ja, alles klar, Mama. Alles klar. Danke, schönen Abend noch. Jo, ciao, ciao. Ciao. Können wir jetzt bitte fahren? Okay, ich weiß noch nicht genau, was die Kollegen vorhaben, aber ich glaube, das ist tatsächlich eine kleine Rache, die sie gerade mit ihm vorhaben, mit dem Kollegen. Wegen des Patties? Mhm. Aber die sitzen noch nicht mit dem Hund in einem Auto. Nein, das stimmt, aber ich glaube, es soll dem Agent eine Lehre sein. Ja, wir können auch hier aussteigen und eine Zigarette rauchen. Okay, dann fahre ich da rauf. Rauchen ist aber... keine Angst, ich rauche nicht. Also das ist schon ein bisschen gemein, ne? Hochgenommen, wie er sich da versteckt. So, lass ihn mal den Hund raus. Komm, sind wir da oben oder hinten raus? Stell mal vor, er wird weggetasert, ey, der Arme. Ich bin vom FBI. Ja, ja. Ich lass die Tür mal offen, dann kann Eisbrecher wieder rein. Das können Sie die Berichte erzählen. Von Ihnen zu. Wir hätten ihm noch sagen müssen, Smoke, du musst aber eine Maske aufsetzen. Tatsächlich habe ich was zu trinken dabei, ja. Könnte ich das unter Umständen. Ja, Herr Wood, Kippchen? Nee, ich rauche nicht, danke. Also, okay. Nicht wirklich. Sonst jemand ein Kippchen? Nee, danke. Also sind die denn da jetzt hingefahren oder sind die jetzt da nicht hingefahren? Ja, wir haben denen gesagt, da ist irgend so ein Typ in die Fabrik reingerannt. Ja, das war sehr auffällig. Ey, die haben tatsächlich einen richtigen Einsatz gehabt und ihr lenkt die in die komplett falsche Richtung, ey. Seid auch... Sie hätten ja nicht mal Blaulicht und alles. Dann hätten sie uns ja jetzt nicht aufgehalten und noch... Die sind ja direkt beide umgedreht. Ja, ja gut, aber die sahen halt jetzt wirklich nicht danach aus, als ob sie gerade mitten im Einsatz waren, ne? Also, ja. Das muss ich auch sagen. Ja, haben die halt gesagt, ne? Ob das stimmt, ist die nächste Sache. Ja, wissen Sie, ich sage in Dilamot auch mal, dass ich im Einsatz bin, nur um nicht mehr um ihn zu reden, mit ihm zu reden. Also, das ist halt so. Ich warte eigentlich auf den Funkspruch jetzt von ihm. Ja, wie soll er funken mit Handschellen? Oh, stimmt. Ich nehme auch Wetten an, wie lange der drin stehen bleibt, bis er raufgesetzt, dass keiner kommt. Der Dings hat ihn noch angefunkt, oder nicht? Ich hab ihn angefunkt, ja. Ja, ja. Ja, aber doch nur mit Smoke. Ja, genau. Warum hat er eigentlich noch keinen von uns angerufen?
Oh, der Arme, ey. Ist das jetzt so ein bisschen die Rache, weil er Eisbrecher ein gewürztes Patty gegeben hat? Finde ich gut. Ja, wir schicken, wenn er dann gleich jemanden anruft, sagen wir, ja, wir schicken den Hund gleich rein. Aber die sind schon gemein. Wir müssen das schon gleich auflösen. Ja, ja, wenn, sobald wir irgendein Lebenszeichen. Du hast eine Minute Zeit, dass du hier reinkommst in die Lagerhalle. Oder ich reiß dir den Arsch auf, aber aus dem Grundeis. Wir warten hier draußen. Jetzt sagen müssen, wir sind aber im Hafen. Nee, das können sie nicht machen. Vielleicht sollten sie es jetzt auflösen. Ja, lassen sie uns hinfahren. Ja. Er klang irgendwie sauer, ich weiß auch nicht. Eisbrecher, komm mal wieder rein. Nova, aufwachen. Nova. Hey, wo ist der? Wofür ruft der? Also, bevor Sie sich jetzt fragen, ob wir sowas häufiger machen, nein. Okay. Wenn Sie das sagen, glaube ich Ihnen da jetzt mal. Puh, da muss ich aber scharf in die Bremsen gehen. Warum fahren Sie eigentlich... Egal. Warum ich was mache? Ja, nein, ich hatte mich vorhin gewundert, warum Sie einmal außen rum gefahren sind quasi. Ach so. Wo bleibt er denn? Wir könnten jetzt natürlich den Hund reinschicken. Können Hunde eigentlich Hausfrieden begehen? Ja, jetzt sind die sowieso schon drin. Eisbrecher, komm mal her. Nimm mal das T-Shirt hier. Stimmt, die sind jetzt eh schon drin. Und jetzt such! Komm, Eisbrecher, such! Also, da Hunde juristisch als Gegenstand behandelt werden können, Hunde Hausfriedensbruch begehen? Ich glaube nämlich nicht. Nein, wir dürfen nur nicht hinterherlatschen. Genau. Dann machen wir es aber trotzdem gleich im Wald, die anderen Varianten. Ne? Ja, ja, okay, das ist besser ist das, wenn wir da hören wir auch niemanden. Welt, ich glaube, er hat was gefunden. Na echt, wo? Ja, da vorne ein Huhn gefällt. Oder was? Ja, vielleicht hat er ein Huhn gefunden. Dann sollten wir doch gucken, was er macht, ne? Wir sollten doch gucken, was er macht, glaube ich. Nicht, dass er gleich. Wenn da jetzt Sheriffs drin sind, könnten sie die ja fragen, ob die vorläufige Erlaubnis geben, das Land zu betreten, um zu unterstützen. Ja, das stimmt. Ich meine, viel skurriler ist es ja eigentlich, wenn der Hund einfach auftaucht und wir halt nicht bei der Situation. Wir hätten Eisbrecher bei der Geiselnahme am Bahamas gebraucht. Können wir einfach alle durchfunken, dass wir außer Dienst gehen? Nein, Winter, das machen wir nicht. Warum nicht? Sie wollen doch nicht alle die Stützeliste machen, oder? Oder die Kennzeichenliste? Kennzeichen habe ich erst gemacht am 20. glaube ich. 6 Stunden gebraucht. Ja, sehen Sie. Da bellt was. Ah. Ich glaube, er hatte Erfolg. Okay. Haben Sie gewürzfreie Leckereien dabei? Oder trainieren Sie mit Clique? Nein, ja, wir haben tatsächlich... Ja, komm mal her. Fein hast du das gemacht. Komm mal her. Komm mal mit. Winter, komm mal mit. Komm, komm mal rüber. Was denn? Komm mal rüber, komm. Komm. So, warte. Bleib mal hier. Hast du fein gemacht, ne? Hier, komm. Hast du fein gemacht. Hier, bitteschön. Ja, fein. So. Wo ist Winter? Ist es schlecht geworden? Ja. Wo ist Winter denn jetzt hin? Winter? Winter?
Tinta, alles gut bei Ihnen? Erstmal niemand zurückgelassen. Darf ich einmal ja, ich Puls irgendwie messen? Von diesem Stromkasten habe ich gerade irgendwie einen Schlag gekriegt. Von dem hey, hier steht doch auch Achtung. Ja, oh, es geht wieder. Do not enter. Sind Sie gegen den Stromkasten geballert? Sind Sie da rangekommen oder was? Ja, ich bin irgendwie an diesen Stromkasten gekommen. Ja, aber dann ist ja auch nicht gut. Man weiß doch, dass man seine Blase nicht an einem Stromkasten entleeren soll. Meine Güte. Oh, Winter. Oh, geht's oder müssen wir ins Krankenhaus? Es geht's, glaube ich. Okay. Sind Sie schwindlig? Mehr als sonst. Sind Sie Sterne? Geile Jacken, aber Ja, gerade jetzt hier recht wenig. Ab. Vielleicht wenn wir aus der Stadt rausfahren. Ja, muss man anfangen. Wie viele Finger zeige ich? In der linken oder rechten Hand? In der mittleren. Einen. Okay, richtig. Dürfte ich vielleicht mal einen Puls fühlen? Gerade bei Strom ist das ja... Kann jemand mal kurz 15 Sekunden quasi, also mir mal sagen, wenn die Uhr irgendwie auf Punkt ist und dann nach 15 Sekunden Stopp sagen? Meine Uhr wurde leider geklaut, tut mir leid. Kein Problem. Hier sitzt keine Uhr. Also dann einmal Start und ab Stopp. Jetzt. Und Frau Doktor, haben Sie es verstehen? Stopp. Einen Moment. Das waren auch die 15 Sekunden meines längsten, also die längsten 15 Sekunden meines Lebens. Ja. 15 Sekunden hieß es. Ja. Auf 15 Sekunden. Also ein bisschen hoch ist der Puls schon. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Also. Ja, also. Also ich würde jetzt an Ihrer Stelle kein Fahrzeug führen. Okay. Das. Und keine Extremsportarten machen? Okay, es fällt mir schwer. Und vielleicht in einer Stunde oder so nochmal Puls messen. Und wenn es dann immer noch nicht besser ist, mal zum Arzt gehen. Ja, das werde ich so tun. Okay. Ich glaube, Wandern hilft da, oder? Ja, ziemlich gut tatsächlich. Aber man sollte sich natürlich nicht zu sehr anstrengen. Also eher vielleicht so Richtung Palito Forest spazieren gehen als wandern. Okay, wie Palito Forest. Aber bitte ohne Waffen, dass da keine Schüsse wieder fallen, ne? Ja, wollen wir denn in den Wald? Ja, hatten wir vor. Habe ich meine Güte. Ja, dann aufsatteln. Können Sie alleine gehen? Nicht, dass Sie jetzt hier noch umkippen? Erstmal. Ja, es funktioniert. Und das nächste Mal Winter passen Sie ein bisschen auf, ne? Mit dem Strom. Ja, manchmal bin ich halt auch ein Schussel. Aber eigentlich sollte so ein Stromkasten ja, also der Stromkasten ist ja da, um quasi zu verhindern, dass jemand direkt an die Kabel und so fasst. Also ja, wenn durch den Griff an den Stromkasten diese Reaktion hervorgerufen wird, zeigt das eigentlich, dass der Stromkasten defekt ist. Und dann könnte man vielleicht auch den Hausbesitzer da vielleicht mal drauf ansprechen, dass er seinen Stromkasten in Ordnung bringen soll. Ja, da haben Sie natürlich recht, das stimmt wohl. Eisbrecher, kommst du? Eisbrecher! Wo ist er? Bleibt bei uns, hat er gesagt. Gerade vor dem Auto. Okay, wir haben einen neuen Hund. Fahren Sie mal einen Tick vor. Jo. Ja. Ich meinte mit unserem Auto, nicht mit dem Auto vom SD. Ja, das SD-Auto ist mal was anderes. So. Und im Auto? Ist der Hund im Auto. Hund im Auto? Ja. Sehr gut. Okay. Dann. Ruhig geschickt. Da, Erik. Also als ich sagte, fahren Sie das Auto vor, meinte ich natürlich unser Auto, ne? Ach so. Ja, ich wollte es nur nochmal gesagt haben. Ich weiß nicht, ich war zuerst am Anfang hinter so einer Fleischfabrik und plötzlich habe ich mehr wie einen Step gehört. Ich habe mich dann mal hinter Richtung Lagerhalle begeben und plötzlich kamen mir sechs Sheriffs mit gezogener Pistole entgegen. Wie kommt das denn? Ja... Das frage ich mich nun auch. Also gucken Sie mich jetzt nicht an. Ich habe damit nichts zu tun. Das ist Ihnen ja wohl klar, ne? Na ja, sicher. Der Herr Wood ist auch weg mitgefahren. Ja, was soll ich machen? Ich meine, ich kann ja den Wagen hier nicht einfach stehen lassen. Nicht? Okay. Sie haben die Einsatzleitung. Okay.
Also, alle bereit? Ja. Eisbrecher. Hast du was getrunken, um die Elektrolyse wieder in Ordnung zu bringen? Oh, das ist eine gute Idee. Vielen Dank. Oder meinen Sie gar nicht mich? Ich meinte Sie alle grundsätzlich. Achso. Trinken. Wichtig. Viel trinken auch. Also, Kopfschmerzen vor. Folgender Szenarioaufbau. Mhm. Wir haben hier zwei offensichtliche Straftäter, Geiselnehmer. Deponieren sich mit den beiden Geiseln Agent Nova und der Dame zu meiner Linken irgendwo im Wald. Ne? Und wenn entsprechend das Go gegeben wird von euch, werdet ihr eine Bedrohungskulisse aufbauen. Wir werden versuchen, mit Agent Eisbrecher zusammen, also die übrigen Agents, werden versuchen, mit Agent Eisbrecher zusammen eine Fährte aufzunehmen und sie zu identifizieren und zu lokalisieren, in umgekehrter Reihenfolge. Und dann beginnt die entsprechende Zugriffsplanung sowie die Durchführung. Wichtig ist dabei, nicht gesehen zu werden. Wir können vielleicht nicht vermeiden, dass wir Agents kurz gesichtet werden. Es ist jedoch von äußerster Wichtigkeit, dass es geschafft wird, den Hund an den Mann zu bringen, ohne erkannt zu werden. Fragen? Nein. Gut, dann Durchführung in 3. Eins. Ja, bitte. Frage. Muss es jetzt an einem Weg sein oder kann es auch einfach so auf der Grünfläche? Am besten wäre tatsächlich ein bisschen abgelegen, nicht jetzt das krasseste Versteck. Wir müssen schon irgendwie in der Lage sein, sie zu finden, aber halt mit ein bisschen Anspruch. Okay. Also ich würde sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, Schwierigkeitsstufe 3 bis 4 Hundeknochen. 3. 3. Ich nehme die Nummer 3. Okay. Gehen wir schon mal, was? Geiselnehmer spielen. Warum muss ich das eigentlich immer machen? Muss ich bei den Sportübungen auch immer machen? Okay, okay, let's go. Ja, dann wollen wir. Abfahrt. Vielleicht haben sie einfach so eine Geiselnehmer-Ausstrahlung. Ich nehme schon mal meine Dienstwaffe in die Hand. Oh. Gut, dass Sie sagen, warten Sie. Haben wir Batterien im Handschuhfach? Vorne an der Motorhaube. Oh, das stimmt. Hier im Kofferraum. Hä, warten Sie mal, die passt überhaupt nicht rein. Oder vielleicht habe ich noch ein bisschen Elektrizität im Körper. Ah. Ja. Haben Sie welche? Ihr Rucksack aufmachen. Da. Bitteschön. Oh, alles klar, danke. Warten Sie mal. Guck mal, wie viel brauchen Sie? 3 habe ich. 3. Ne, 2. 2. Ist mit 2 nur. 1, 2. Ja, warten Sie. Oh, warten Sie. Ich habe Plus und Minus vertauscht. Moment. Geh wieder zu. Moment. Und gleich für dich? Ah, okay. Ja, gut aus. Kein Bellen. Ja. Wir müssen auch gleich dafür sorgen, das wird auch hauptsächlich unsere Aufgabe sein, jegliche Ablenkungen von Agent Eisbrecher zu nehmen. Ja. Und natürlich dadurch, dass wir leise sein müssen, müssen wir auch dafür Sorge tragen, dass nichts irgendwie, keine Ahnung, kein Vogel oder sowas, dass der Hund nicht anspringt und anfängt zu bellen. Ja, okay, okay. Insbesondere nicht anfängt zu bellen, wenn er die Lokalität entdeckt, der Geiselname, ne? Mhm. Okay, verstehe. Wie kriegen wir das nochmal hin? Also, Eisbrecher, wenn du die siehst, dann musst du Sitz machen, okay? Also wir müssen ihm schon irgendwie ein Signal geben, dass dies der Einsatz ist, wo er leise sein muss. Vielleicht so? Also, wenn ich mir eine Taschenlampe so mache? Oder ein natürliches Geräusch würde auch gehen, so ein... Oder so ein... Also wir wären ready, ne? Ja, das klingt genau. Ja, genau. Ja, machen Sie genau das Geräusch. Ja, ja. Ich mach nochmal. Da trainieren wir den Hund drauf. Machen Sie nochmal. Oder? So? Ja. Ja. Das Geräusch, das müssen wir den Hund trainieren. Das Geräusch ist für leise Einsätze. Okay. Alles klar, wir legen los. Bereit? Ja. Gut. Okay, let's go. Oh Mann, ich habe mir jetzt neue Schuhe gekauft. Hören Sie, wie die quietschen? Mhm.
Nicht bezahlt? Doch, war ja noch ganz frisch. Haben wir gesagt, auf Bäume klettern ist verboten? Nee. Ich guck nach oben. Wobei, nee, ist ja dumm. Eisbrecher kann ja gar nicht klettern. Eisbrecher, pssst! Auf, dass er nicht bellt. Ne? Ja. Immer wenn er Anstalten macht zu bellen oder so, machen sie regelmäßigen Abständen dieses Geräusch. Das Geräusch, okay. Können. Ja, okay, ist klar. Soll ich es auch vorsorglich machen? Ja, meine ich ja. Immer mal wieder. Ah, okay, warten Sie. Muss ich mal stehen bleiben, für, weil ich muss hier die Hände beide und so, ne? Wissen Sie? Ja. Hey! Was denn? Sehr gut. Ja, nicht, also wenn der Hund, immer wenn der Hund unruhig wird, ne? Ja, ich glaube. Eisbrecher! Machen Sie sehr gut. Ja, danke. Ich habe da so ein paar Tierdokus gesehen. Da haben die es auch so gemacht. Ich meine, da ging es zwar um Uhus, aber es war ist ja ähnlich. Ja. Nee, es ist Smoke. Oh Gott, gruselig. Psst. Night-Uhu. Hier war nichts. Hast du was gefunden? Und, haben Sie was gefunden? Jetzt noch nicht.
Bitte? Kurz, habt ihr uns denn schon gesichtet? Ja, ziemlich am Anfang. Okay, dann kommen wir wieder zurück. Wir sind nicht weit reingelaufen, wir sind auch nicht zu schwer versteckt. Ihr müsst einfach nur Augen offen halten und so. Wir sind einmal durch den Park gelaufen. Ja, gut. Oder zurück halt. Vielleicht hätten wir von mit einem von 10 Hundeknochen anfangen sollen. Ja. Ja, so. Sehr gut, sehr gut. Danke. Ja, ich meine, ist jetzt auch schwer für den Hund, ne? Also keine Geruchsspuren und so weiter. Ja, ja, das stimmt schon. Was denn? Was ist Eisbrecher? Ich glaube, er hat was gewittert. Legt er aus? Ich weiß nicht, also... Ich würde sagen, auf der Mob-Skala 1 von... Also, ne? 3 von, von 10. Ja. Oh Mann, wenn die Kollegen sich jetzt nur ansatzweise so gut getarnt haben wie sie, ne, bei ihrem letzten Busch-Seminar. Ja, ja. Also, das war auch, ich bin jetzt auch für fortgeschritten. Echt? Ja, ja. Jetzt kommt Wald und Wiese. Oh. Also husch husch und so ist schon Standard jetzt, ja? Alles richtig. Ah, okay. Oh, gucken Sie, mein Stuhl. Oder sowas. Ja. Eisbrecher, du musst hören, immer wenn du dieses Geräusch hörst, ne? Dieses hier, pass auf, ich mach nochmal. Sehr gut. Dann musst du ruhig sein. Ich würde sagen, wir fokussieren uns immer hier auf dieses Areal. Identifiziert. Wir müssen uns zurückziehen. Eisbrecher, komm, wir gehen hier hin. Eisbrecher? Hä? Wo ist er? Da. Ja, Lampen aus. Ach so, Lampen aus, ja. Okay. Also Eisbrecher. Zwei verdächtige Personen, Geiselnahme. Wir müssen ihn jetzt zu kriegen. Wir müssen ihn dazu kriegen, dass er bei einem bestimmten Laut halt eben loslegt. Aber halt leise sich anschleicht. Ne? Das leise Ausschalten der verdächtigen Personen. Ja, aber wie soll er jetzt wissen, dass er da hinlaufen muss und die leise ausschalten soll? Das haben wir ja noch gar nicht geübt. Ja, das ist halt das, was er jetzt
Wir sollten ihn vielleicht einfach loslassen und gucken, was passiert. Wenn er das aggressiv macht, dann müssen wir danach das Signal entsprechend geben. Ja. Und wenn er es nicht aggressiv macht, dann halt eben das andere. Okay. Ne? Ja, so machen also, wir das. Also bislang hat er, will ich jetzt nicht sagen, aber fast gut reagiert, ne? Okay, ja, dann probieren wir es so einfach mal. Eisbrecher, Fass. Ja, ich glaube, er läuft. Wo läuft es jetzt hin? Oh, ja. Ich glaube, wir können die nicht hören, ey. Oh nein! Wo kommt denn der scheiß Kulter jetzt her? Aua! Was ist denn mit dem... Oh Gott! Wo kommt er? Wo ist der... Was ist denn mit dem scheiß Kulter? Oh Gott! Ja, fein! Eisbrecher, aus! Eisbrecher, aus! Oh, hier! Oh nein! Eisbrecher, hier! Oh nein! Eisbrecher, jetzt hast du ihn geschubst, er ist hingefallen! Oh! Oh nein! Ja! Und er hat sich den Kopf gestoßen. Oh nee! Einmal mit dem Profi. Gut, dass das LSFT nicht mehr erreichbar ist. Aber wir hätten das auch nicht bei den Baumwurzeln machen sollen. Oh Mann. Jetzt ist er gestolpert. Aber Eisbrecher, fein. Gut hast du es gemacht. Ja, ah. Sehr gut gemacht. Ah, ja. Nee, wir wussten halt nicht, wir hatten ja noch kein Kommando für süß und Kommando für aggressiv rein. Deshalb mussten wir ihn halt losschicken und gucken, wie er dann reagiert. Jetzt ist auf jeden Fall Fass das Kommando für schnell. Das andere Kommando, was wir halt setzen, wird dann halt entsprechend das für süß. Ja, du musst zum Herrn Mutt gehen, der hat noch das kleine Essen. Nee, hey, hat er nicht. Das hat er schon verfüttert. Das hat er schon. Hat noch jemand Leckerli dabei? Ja. Schwierig. Hey, hat keiner irgendwas Leckeres für den Hund? Doch, ich glaube Nova. Ja, es war ja eine erfolgreiche Übung. Ne? Ja, war okay. Na, hi. Das tun sich keinen Zwang an. Ich finde mal. Was denn? 3, 1, 2. Oh, 3. Einfach. Ah, so. Nimm Sie die Hand runter. Beschrecken Sie. Was? Ja. Mache ich hier die Hand noch rüber. So. Nie. Na, Eisbrecher, du musst. Ne? Muss den Agent nicht so jagen. Guck mal, jetzt ist er hingefallen. Nee, das hat grundsätzlich hat das gut gemacht. Alles richtig gemacht. Ja, natürlich. Also ja, gut. Also für den Einsatztechnisch hat er das gut gemacht. Hat alles gepasst. Sonst so doof ist und mal gegen den Baumsturm rennt. Ja, gut. Also ich hab damit wir können ja hier währenddessen, weiß nicht, Sie sind wahrscheinlich medizinisch offensichtlich am versiertesten. Wenn Sie kurz hier vielleicht bleiben wollen würden, es kann ja auch sein, dass wir eine verletzte Geisel haben, dass wir diese Szenerie hier nochmal aufbauen und dann eben mit Agent Eisbrecher versuchen, Operation Süß hinzubekommen. Also Cloud auch nochmal. Genau. Ja. Ja, bitte. Und hat vielleicht von Ihnen jemand irgendwie einen Schal oder so, den er... Sie. Ja, okay, gut, dann tue ich meinen Schal vielleicht gerade mal. Hin, Moment. Aber Wasser oder so irgendwie, falls da eine Wunde wäre, um es zu reinigen, haben wir sowas da? Nicht. Ja, ein Becherchen hätte ich noch da, ja. Okay, schau ich. Ich könnte uns eine Coke Zero anbieten. Ja, ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Ich wollte das nur, also... Nikotinpflaster hätte ich noch und Selbstbräuner. Ich fühle das jetzt gerade einmal hier aus. Ich dachte, ihr Selbstbräuner ist leer, haben die letztens erzählt. Also ich meine, Pflaster, so. Also hier ist ein Kratzer, so. Es blutet jetzt nicht, aber wird eine Beule, glaube ich. Okay. Na, hat er was von. Ja, das ist auch nur Dreck, kein Blut, ja. Okay. Ja, passiert sowas öfter? Was denn?
Sowas? Nee, eigentlich. Also, nö. 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 Also, vielleicht ab und zu mal. Aber sonst, nein. Ja, es kann schon mal passieren. Also der eine oder andere, der stolpert schon mal über seine Füße, ne? Offene Schnürsenkel auch wahrscheinlich. Ja. Da muss man wirklich aufpassen. Also ja, wenn Sie mal mit offenen Schnürsenkeln, das kann gefährlich sein. Ich kenne das. Ich hatte das Thema mal hier mit dem Kollegen Winter, aber mittlerweile kann er ja auch die Schleife. Also vorher hat er halt Klettverschluss getragen und also daher, ich ne? Ich bin Ihnen da auch sehr dankbar. Ja, nee, ist kein Problem. Das was man wirklich, gerade wenn es Ihnen ein bisschen peinlich sein sollte, wenn Sie die Schleife nicht so gut können, es gibt diese Schnürstiefel mit Reißverschluss an der Seite, die aber aussehen, als würde man sie binden. Mhm. Also wenn Sie da mal Schwierigkeiten haben sollten. Klingt interessant. Wird das Hasenuhr? Rundungshasenuhr? Noch eine Hasenuhr? Was für ein Hasenuhr? Smoke? Ja, beim Schuhbändchen binden lernen. Ich kenne das irgendwas war da mit Schnecke auch, irgendwie sowas, ne? Schnecke. Wo ist das, eine Schnecke? Ja, das Schneckenhaus, ich weiß, ich krieg's auch nicht mehr auf der Kette. Ein Schneckenhaus? Wie binden Sie Ihre Schuhe? Können Sie mir das gerade mal zeigen? Ja, also. Also Sie nehmen hier die kleine Laus, muss durch das Schneckenhaus, oben drüber, unten durch, ei, da daus, was ein Festschmaus. Ja, klingt fertig. Logisch, ja. Also das Schneckenhaus ist dann quasi die Windung um die eine Schlaufe. Ist die Schlaufe, ist das Schneckenhaus. Hä? Aber... Also, nochmal. Ja. Nein, okay, ich hinterfrage. Ja, da hätten Sie jetzt aufpassen müssen. Also die Laus, warum eigentlich die Laus, nicht die Maus? Ja, weil, also die Schleife als solche, das Band, das Schleifenband, ist halt die Laus, die geht halt so da durch. Würde ja keinen Sinn machen, wenn das eine Maus ist. Ja, aber eigentlich geht die Schlaufe, also in Ihrem Fall jetzt die Laus, ja in dem Moment durch etwas durch, wo sie quasi sich selbst kreuzt. Nein, aber also ich meine, wenn Sie sich das so merken konnten, ist das ja gut. Ja, können Sie auch schon Doppelknoten? Das ist ein bisschen Next Level, ne? Also manchmal passiert mir das. Ja, weil Sie den ersten noch nicht aufgemacht haben. Aber ich kann meine Socken in die Schuhe tun. Und, also, und meine Hose in die Socken. Ich geh mal kurz um die Ecke. Ganz. Ja, keine Angst, ich komme gleich wieder, ja? Alles klar, nicht zu weit weggehen. Nicht zugucken. Und nicht stolpern. Au! Jetzt wäre ich fast gestolpert. So, meine Lieben, ich muss mal echt ganz kurz auf Klo. Ganz dringend. Bis gleich.
welcher Richtung bin ich gekommen? Hallo? Ich glaube, ich bin da lang gegangen. Oder? Doch da lang? Was? Wissen Sie, ich glaube, gucken Sie sich mal Eisbrecher an. Ich glaube, der ist müde. Ja, ich auch. Also, ich würde auch feiern. Ja. Ich rede von dem Hund, nicht von Ihnen, Winter. Hä? Ja, ich sagte ja. Also. Ja, egal. Was macht der Puls? Gehen wir zum Auto. Ja. Ja, die Kollegen vom Notfallteam waren gerade da. Ah! Die haben ihn mitgenommen. Oh, das ging schnell. Okay. Ja, Gott sei Dank. Ja, dann. Eisbrecher, komm, wir bringen dich nach Hause. Das war, glaube ich, aufregend genug für dich heute, oder? Na komm. Lassen Sie uns gehen. Aber vorsichtig, nicht stolpern hier, ne? Ja, Vorsicht. Achtung, Wurzel. Ja, aber merkt man ja eh nicht durch das Ding. Naja, das ist ja so dick, was sie da anhaben. Ja, eben. Schwitzen sie nicht da drin irgendwie? Ja, jetzt bist du eh schon versorgt, weil wir doch ziemlich, wenn ich mich viel bewege. Aber ja. Macht einen schlanken Fuß. Ja, das stimmt. Na, Mini? Ja, das habe ich vorhin schon ja gehört, ne? Ja, gut, wollen genau? Sie dann noch mit mir wandern gehen? Also jetzt meinen Sie? Ja. Puh. Also eigentlich habe ich gerade nicht die passenden Schuhe dabei. Ja, das sagte der Herr Winter vorhin auch schon. Ja, der hat... Wir könnten dann einfach mit Ihnen beiden zum Kleidungsgeschäft und dann können Sie beide... Oh, also Schuhe bei wechseln. Mir ist jetzt auch wirklich spät. Oh, also... Wissen gehen Sie mal mit Herrn Butch, der mag ja sowas. Ja, ich, also prinzipiell bin ich für Nachtwanderung. Ja, machen Sie mal. Grundsätzlich tut bin auch ich ganz jetzt gut. Nicht anspruchsvoll, wer mit mir wandern geht, nur wurde mir ja gesagt, dass ich nicht allein und so, ne? Ja, das ist richtig. Also vielleicht könnten wir das vertagen, also weil, ich muss ja auch Eisbrecher ins Bett bringen sozusagen und der kriegt halt immer noch eine Geschichte vorgelesen. Wissen Sie? Ehrt Sie, dass Sie sich so gut um Ihren Hund kümmern? Ja, du. Also, ne? Man muss ja machen, was man macht, ne? Also, ja, gerade ja... wenn man auch für den Hund haftet, ne? Ja, eben, genau. Da haben Sie wohl recht. Ja, okay. Also, steigen Sie ein erstmal.